Also gut, ich stelle zunächst mal kurz die Komponenten dieser Kamera vor. Wir haben die Verpackung, in der das kommt. Wir haben ein USB-Kabel, was nur diesen Kameraaufsatz laden kann, nicht aber das iPhone. Das lädt über USB und es kommt ohne Ladegerät. Als Ladegerät muss man dann das iPhone-Ladegerät benutzen oder einen Computer. Okay. Dann kommt es mit einer Verlängerung für die Kopfhörerbuchse. Bisschen unhandlich, weil es raussteckt. Aber man muss natürlich, wenn man einen Kopfhörer reinsteckt, auch eine Stecker benutzen. Und dann noch eine Schutzhülle für das Telefon. Und man muss dazu ein iPhone 5 oder 5S haben, weil das in die Schutzhülle genau reinpasst. Und auch nur das den richtigen Stecker da hat. Dann muss man das ganze Ding zusammenbauen. Es wird so reingeschoben. So. Und damit wäre die Kamera schon fertig. Man hat da eine normale Kamera drin und diese Infrarotkamera. Dann ein Ein- und Ausschalter. So wird angeschaltet. Man muss dann warten, bis diese orangene Leuchte da oben anfängt zu blinken. Und zwar bis sie grün blinkt. Und dann später kann man die Kamera kalibrieren, wenn man den Schieber hier runterzieht. Und so kann man wieder ausschalten. Die Originalkamera und das Blitzlicht ist nicht verdeckt. Das kann man ohne weiteres weiter benutzen. Dann kommt das Ganze mit 5, 6 Applikationen. Ich glaube 4 oder was sind dafür gedacht. Die anderen sind von den Profi-Tools. Die aber auch mit den Bildern, die diese Kamera erstellt, funktionieren. Wenn man die App startet, dauert das einen Moment, bis die App soweit ist. Und dann läuft so ein kleiner Film ab, der erklärt, was man machen soll. Also wie man zum Beispiel das iPhone auf die Kamera steckt. Oder vielmehr, wie man die Kamera aufs iPhone steckt. Und wenn man die dann einschaltet, so wie hier, auf das grüne Licht wartet, dann hat die App das mitgekriegt. Ja. Und dann wird sie nach Kalibrieren fragen. Hier, da fragt sie schon danach. Jetzt schiebe ich den Regler zur Seite, bis er okay sagt. So jetzt, und dann kann ich loslassen. Und dann kann ich losfotografieren oder ein Video machen. Und wenn ich jetzt meine Hand dahin halte, kann man sehen, dass er also die Wärme der Hand anzeigt. Das ist alles schön und gut. Man kann dann Einzelbilder machen. Oder man kann auch hier nach rechts rüber schieben und dann ein Video machen. Da ist mir so weit aufgefallen mit der ersten Software hier, dass das nach ein paar Sekunden crasht und dann aufhört zu videotapen. Das heißt, aus irgendwelchen Gründen passiert das. Da wird es vielleicht noch ein Update geben. Das wird hier gleich passieren. Eine Sekunde, ich versuche mal hier ein bisschen Wärmebild zu machen. Und ich werde dann, wenn das jetzt hier soweit ist, hier, da kommt die Fehlermeldung. Und der Film ist trotzdem so weit gespeichert für die Zeit. Da kann man sich hier unten rechts anschauen, alle Bilder, die ich bis jetzt gemacht habe. Da ist dann das Video drin und Standbilder, weiß ich nicht was. So, alle Bilder sind in dieser kleinen Library drin. Und ausschalten geht wieder so, dass man den Schieberegler hier zumacht. Da geht's aus und dann das Telefon ganz normal ausschalten. Und dann ist das Gerät fertig. Und dann komme ich gleich zu Daten und Fakten. Ja, wir schauen uns zunächst mal die verfügbaren Apps an hier. Und zwar habe ich zum heutigen Zeitpunkt 6 gefunden. Wobei ich glaube aber, dass die 6., die FLIR Tools, nicht dazu gedacht sind, um diese Kamera zu bedienen, aber sie funktioniert. Also, lass mal durchgehen. Wir gehen los mit FLIR One. Das ist die oben links. Das ist also die Hauptapplikation, mit der macht man Bilder, Video. Die sieht nicht schlecht aus. Mit der Paint kann man drauf rumschmieren auf dem Bild. Sehe ich noch nicht so ganz den Sinn drin. Timelapse, da kann man eine Zeitrafferaufnahme mitmachen. In einem Abstand von maximal einer Sekunde. Also man kann nicht schneller als eine Sekunde, also eine halbe Sekunde oder was Bilder machen. Eine Sekunde ist der kürzeste Intervall.
Angeblich soll die Kamera mit Batterie über 4 Stunden durchgehend laufen. Muss man ausprobieren. Panorama kann man genauso ein Panorama machen, wie man das mit dem Telefon normalerweise macht. Nur, dass es dann so ein Wärmebild ist. Und Close-up, da kann man Nahaufnahmen machen, also näher als 1 Meter dran an Objekt. Warum das ein Problem ist, erkläre ich später. Das geht nämlich hier um eine spezielle Technologie, die hier angewendet wird. Die erkläre ich in einem anderen Tool. Was mir aufgefallen ist, ist, dass sich diese FLIR Tools, also das sechste Programm hier auf dem Schirm, dass man die auch für den Computer runterladen kann von der Webseite und dann die Bilder am Computer nachbearbeiten kann. Und das werde ich als nächstes zeigen. So, nochmal. Jetzt habe ich diese Software FLIR Tools runtergeladen. Version 2,1. Okay. Da kann ich dann mir meine Bilder, die ich gemacht habe, in der Kamera anschauen und nachträglich bearbeiten. Zum Beispiel habe ich das hier angeklickt. Und wir können hier auf der rechten Seite sehen, dass da eigentlich zwei Bilder drin sind. Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass da immer zwei Bilder gespeichert werden. Diese Kamera hat eine interne normale Kamera, die, wie man hier unten sieht, 531 mal 398 Pixel ein Bild aufnimmt. Und dann die Infrarotkamera, die 160 mal 120 Pixel macht. So, wenn man zum Beispiel ein Bild von einer Person ohne Kleider macht, dann enthält dieses Bild, obwohl es im ersten Moment nicht so aussieht, doch auch noch das Originalbild. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Und jetzt machen wir mal da einen Doppelklick drauf, dass wir das Gesamtbild hier gut ansehen können. Da stehen hier rechts immer noch die Daten da. Ich habe hier einen Punkt 1, der eine Temperatur misst. Den kann ich beliebig verschieben. Und den verschiebe ich mal hier zu diesem Kältepunkt. Hier. Ich kann die Farbpaletten hier ändern. Da kann ich hier drauf drücken und sage, guck mal, ich will zum Beispiel sowas machen. Also, wie auch immer man das am günstigsten klar machen kann, dass wir hier die kälteste Stelle haben. In diesem sieht es gut aus, hier. Ich kann zusätzliche Punkte einsetzen, zum Beispiel noch einen anderen Spot, hier einen zweiten. Punkt 1, Punkt 2. Diese besondere Technologie, die MSX-Technologie, bedeutet Folgendes, dass ich das normale Bild mit dem Wärmebild überlagere. Wo ist das Wärmebild? Hier. Das ist das reine Wärmebild in der kleinen niedrigen Auflösung, 160 mal 120 Pixel. Und hier ist das Originalbild. Und Überlagerungen finden dann ebenso statt. Hier, man kann so halb und halb überlagern, langsam, und mischen. Man kann einen Ausschnitt nur nehmen. Der macht auch viel Sinn, sodass man sagt, guck mal hier unten. Da sind die Kälteeinbrüche. Sowas kann man machen. Hier ist viel zum Rumspielen. Man kann jetzt drauf rumschmieren und dann hier nochmal schön hier was draufschreiben. Oder hier Pfeile malen. Sowas. Man kann die Bilder drehen, Overlays ein- und ausschalten, alles Mögliche. Und dann man sagen, hier dann, das ist schön und gut. Jetzt ist das Bild editiert. Hier oben ist es, hier. Und dann kann man einen Report schreiben, hier, Create Report. Und dann macht er daraus einen Report, indem man hier Text einstellen kann. Also hier einen Namen reinschreiben. Zum Beispiel der Name, ne? Der Name des Testers. Und dann hier unten gibt es kalte Stellen in der Wand. Sowas zum Beispiel. Hier in den Namen. Meister Müller oder was auch immer. Da kann man das speichern oder drucken.
Und wenn ich es drücke, dann kann ich natürlich das als PDF drucken am Mac. Hier. Und dann habe ich hier so einen Report, den ich hier irgendwo hinschicken kann. Und die Software hat das alles ziemlich zügig aus dem Bild gemacht. Also man muss, wenn man das Bild macht, in dem ersten Moment eigentlich auf nichts aufpassen. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Find ich gut, gefällt mir sehr gut. So, und an dieser Stelle möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken. Jetzt haben wir schon 15 Minuten über diese Kamera gesprochen. Da sind noch viele Schalter dran. Ich kann sie empfehlen. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass die eigentliche Infrarotauflösung wirklich nur sehr klein ist und dass diese Kamera hervorsticht, indem sie aktuelle Bilder mit diesen Temperaturdaten vermischt. Und dadurch man den Eindruck gewinnt, es hat eine höhere Auflösung. Das muss einem klar sein. Man kann da viele, viele hilfreiche Dinge mitmachen. Die Software scheint gerade in einem Anfangsstadium zu sein. Da kann man noch viel mit Software machen an der Geschichte, um die Kamera besser aussehen zu lassen. Ich kann sie von meiner Seite aus empfehlen.